Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde. Ich stelle euch heute das Spiel 6 nimmt, das Brettspiel von Amigo vor für 2 bis 6 Mitspieler, Mitspielerinnen ab 8 Jahren. Das Kartenspiel 6 nimmt, nehme ich an, kennt jeder und hier ist eine Brettspiel-Umsetzung, die ich euch heute erklären möchte. Wir haben hier ein Spielbrett, auf dem hier mit dem blauen Hornochsen die normale Version ist und auf der Rückseite mit dem roten Hornochsen eine verschärftere, eine Profi-Variante ist. Ich möchte euch heute die normale Version vorstellen. Es gibt für jede Version noch ein Spiel, wo noch Glückskarten mit dabei sind, sodass man also insgesamt 4 Spielvarianten hat. Das ist also jetzt, wie gesagt, die erste Variante. Das Spielbrett wird auf den Spieltisch gelegt und zu Spielbeginn gleich 4 Plättchen gezogen. Wir haben hier Plättchen im Zahlenwert von 1 bis 100 und es sind auf den Plättchen 1, 2, 3 oder 5 Hornochsen abgebildet. Also wir ziehen hier 4 Plättchen, die kommen beliebig hier auf die ersten 4 Reihen des Spielplans. Sobald Plättchen in einer Reihe liegen, sind diese Reihen aktiv und an diese Plättchen müssen wir dann anlegen. Dann bekommt jeder 12 von diesen Plättchen. Ich habe hier für 2 Spieler aufgebaut. Das Spiel endet, wenn jeder seine 12 Plättchen auf dem Spielbrett verteilt hat. Die Ausnahme bei 2 bis 3 Spielern spielt man mit 2x12 Plättchen bis zum Ende. In jeder Runde nehmen jetzt alle Mitspieler gleichzeitig ein Plättchen. Normalerweise ist es so, dass diese Plättchen natürlich vor einem Sichtchen sind. Das spare ich mir natürlich jetzt, damit ihr das besser sehen könnt. Also zu Beginn einer Runde nimmt sich jetzt jeder ein Plättchen, nachdem er jetzt geschaut hat, was er alles anlegen kann. Dann nimmt sich der Blaue mal dieses und der gelbe Spieler mal dieses. Dann wird aufgedeckt und derjenige mit der niedrigsten Zahl beginnt jetzt anzulegen. Das wäre also jetzt hier der gelbe Spieler. Der könnte hier die 10 an die 9 und der blaue Spieler könnte die 40 anlegen. Das Plättchen, das man anlegen muss oder will, muss auf jeden Fall erstmal höher sein wie schon ausliegende Plättchen. Besteht die Möglichkeit, dass man an 2 Reihen anlegen könnte, also in dem Fall die 40 hier an die 3 und oder an die 28 oder an die 10, dann muss man das Plättchen dort anlegen, wo die kleinste Differenz zum schon ausliegenden ist. Also in dem Fall muss das Plättchen an die 28, weil ja da die Differenz nur 12 ist. Ist ein Plättchen niedriger als alle schon ausliegenden, dann muss dieses Plättchen an die Reihe angelegt werden, deren Endplättchen am höchsten ist. So geht das also jetzt Runde für Runde weiter. Wir suchen uns ein Plättchen aus, legen es verdeckt vor uns hin, dann wird aufgedeckt und derjenige mit der niedrigsten Zahl beginnt zu legen. Kommt man dann bei dem Legen an das Ende einer Reihe, das ist hier dokumentiert mit dieser roten Seite, dann
muss bzw. wird diese Reihe beendet. Derjenige, der das Plätzchen gelegt hat, addiert die Hornochsen auf den auslegenden Plätzchen und bekommt diese Punkte dann als Minuspunkte, die er dann hier auf der Leiste entsprechend weiterzieht. In dem Fall bei Minuspunkten, in dem Fall gibt es also eine Minuspunkte-Leiste bis 44 und eine Pluspunkte-Leiste bis 44. Mehr wie minus 44 Punkte kann man nicht haben, alle anderen verfallen. Das gleiche auch bei plus 44 Punkten. Also er zieht sich die dementsprechende Punktzahl dann ab und legt dann sein Plättchen, das ja der Auslöser war für das Beenden der Reihe, in die nächste freie Reihe. Also wenn jetzt hier zum Beispiel in der obersten Reihe das jetzt wäre, dann würde das Plättchen hier dann dementsprechend hier unten in die nächste freie Reihe gelegt werden, sodass also immer vier aktive Reihen gibt zum Anlegen. Sollte es in dem Spiel sein, dass man also auch die unterste Reihe hier beendet, beginnt man wieder hier oben in der ersten Reihe. Auf diesem Spielbrett gibt es jetzt noch Felder, da gibt es also besondere Ereignisse. Da wäre zum Beispiel der grüne Hornochse und der rote Hornochse. Bei diesen beiden zieht man beim grünen die dementsprechende Anzahl der roten Hornochsen auf seinen Plättchen dazu. Bei dem roten Hornochsen muss man sich die entsprechende Anzahl an Hornochsen abziehen. Bei zweimal grüne Hornochse verdoppelt man die Anzahl der Hornochse auf den Plättchen. Dann gibt es hier noch Felder, da darf man plus vorwärts ziehen, also hier zum Beispiel plus 8 oder plus 10. Das gleiche gibt es jetzt natürlich auch bei Minus. Hier müsste man 5 Minus, 7 Minus, 10 Minus Felder rückwärts ziehen. Dann gibt es noch hier in dieser Reihe Felder mit zwei Karten. Das bedeutet, sobald man diese Reihe angefangen hat und es sind noch Felder mit diesen zwei Karten zu sehen, muss man in der Anfangsphase einer Runde nicht ein Plättchen sich aussuchen zum Legen, sondern zwei Plättchen aussuchen, die man dann abwechselnd auf das Spielbrett verteilt. Das ist der normale Ablauf. Wie gesagt, bei 2 und 3 Spieler würde man jetzt 2x12 Plättchen spielen. Bei 4, 5 und 6 Spielern endet das Spiel, nachdem alle ihre 12 Plättchen gelegt haben. Derjenige, der danach die höchste Punktzahl hat, hat dieses Spiel dann gewonnen. Auf die Regeln der anderen 3 Varianten gehe ich heute gar nicht ein. Die sind im Regelheft sehr gut erklärt. Das ist 6 nimmt das Brettspiel von Amigo für 2 bis 6 Mitspieler, Mitspielerinnen ab 8 Jahren. Viel Spaß!